Der Gewürzkalender von Paper Pleasure entstand ursprünglich eigentlich als Geschenk an die Kundschaft der Designagentur Klohmann aus Deutschland. Dieser kam jedoch so gut an, dass er seitdem als Adventskalender vertrieben wird. Wenig überraschend besticht der mehrfach preisgekrönte Adventskalender durch sein Design. Statt 24 Türchen findet man darin 24 kleine Kartons. Alle in einem matten Schwarz gehalten. Kleine Schaufenster zeigen, was sich im Inneren des Adventkalenders verbirgt, was ein ganz kleines bisschen die Vorfreude ruiniert, aber auch etwas Farbe in den Kalender bringt. Auch die einzelnen Kartons bestechen durch ihre Belegtheit und Design. So versteckt sich hinter jedem Türchen ein Glas mit einem Gewürz oder einer Gewürzmischung. Der Beipackzettel verrät, um was für ein Gewürz es sich dabei handelt, und liefert neben Informationen zur Gewürzmischung auch ein passendes Rezept mit. Die 30 ml Gläser beinhalten zwischen 19 und 20 Gramm des Gewürzes und eignen sich damit auch perfekt für das Gewürzregal. Der Gewürzkalender besticht damit also nicht nur durch sein edles, dunkles Design, sondern auch durch eine überlegte Zusammenstellung und Aufbereitung des Inhaltes. Außerdem nimmt der Adventskalender mit seiner geringen Größe kaum Platz weg. Man muss ihn aber mit Vorsicht aufstellen, nicht dass er umfällt. Der Kalender dürfte damit also bei leidenschaftlichen Köchen durchaus gut ankommen. Erhältlich ist der Gewürz-Adventskalender im Internet auf der Webseite von Paper Pleasure.